alle Freunde und die Leute vom Finanzamt grüß dich sowieso. Hallo, 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 hallo. Oh Mann, was bin ich froh, dass mich jetzt alle hören, die mich lang nicht mehr gesehen haben. Hey, wie geht's denn so? Hallo Kieler Mäuschen, alles unbeschwert. In München hab ich auch schon lang nicht mehr verkehrt. Hallo, ja ich bin's hier im Radio. Hallo, hallo, ja ich bin's hier im Radio. Ich grüße die Verwandtschaft und die Leute von der Bank, die grüß ich sowieso. Hallo, hallo, oh Mann, was bin ich froh, dass ihr mich jetzt hier hört und ihr wisst nicht, wo ich bin. Hey, wie geht's denn so? Hallo, du in Frankfurt, bist du noch allein? In Stuttgart wartest du noch auf ein, stell dich ein. Hallo, ja, ich bin's hier im Radio. Weißt du, wer ich bin? Und du da in Berlin gehst mir nicht aus dem Sinn. Hallo, ja, ich bin's hier im Radio. Hallo, hallo, ja, ich bin's hier im Radio. Ich grüße meine Exen und die Lehrer von der Penne, grüß ich sowieso. Hallo, hallo, oh Mann, was bin ich froh, dass ich euch nicht mehr sehen muss, trotzdem schönen Gruß. Hey, wie geht's denn so? Du da in Hannover warst mit uns nicht schön, in Leipzig muss ich auch mal auf die Kiste gehen. Hallo, Mensch, ich bin's hier im Radio. Stunde der Stars, jetzt bei Radio Let's Dance. Ja, da sind wir wieder. Ich sag mal einen schönen guten Abend. Unverhofft kommt oft. Entschuldige mich gleich an dieser Stelle für die Verspätung, aber wir hatten hier ein klein wenig technische Probleme. Und ihr dürft natürlich jetzt live mit dabei sein in der Stunde der Stars, wenn ich jetzt den Anruf in die Schweiz tätige. Und ich bin mal guter Dinge und hoffe mal, dass alles gut über die Bühne läuft. So, jetzt rufen wir mal heute unseren Stars oder unseren heutigen Star der Stunde an, nämlich die Andrea Beff. Guten Abend. Guten Abend, Andrea, ich grüße dich. Ich hoffe, die Leitung steht jetzt besser. Ja, hallo Markus, das geht. Also du bist ja heute Abend unser Star der Stunde in der Starstunde. Und dafür möchte ich mich auch mal recht herzlich bedanken für das, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier ein klein wenig mit mir über dich und deine Karriere und vielleicht auch etwas Privates hier ein klein wenig Smalltalk betreibst. Gerne, ich danke dir.
kommen wir jetzt zu dir als Künstlerin zurück. Du bist ja schon viele, viele Jahre im Musikgeschäft tätig. Wie ich in meiner Recherche erfuhr, warst du auch schon auf klassischer Schiene, in der Schiene der Klassik unterwegs. Ja, das stimmt. Ich habe 3 Jahre klassischen Gesangsunterricht gehabt und habe auch einige Auftritte im klassischen Bereich, im Theater und auf der Bühne vollbracht und habe aber schnell gemerkt, das ist nicht so mein Ding. Und wie kam es dazu, dass du dich dann für den Schlager entschieden hast? Ursprünglich war es ein Projekt. Ich wollte mal herausfinden, was meine Stimme in Deutsch hergibt. ja, und Texten in Deutsch hat mir dann sehr Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich werde weiterhin in Deutsch Musik aufnehmen und bin schon auch wieder in Arbeit. Aha. Du hast ja ein aktuelles Album auf den Markt gebracht, Andrea Beff, Sternenstaub, mit 14 tollen Songs. Ein gutes Lied sollte immer den Nerv der Zeit treffen. Welches Lied auf dem Album wäre das für dich? Mein Lieblingslied auf dem Album ist eigentlich das, das ich für meine Mutter den Text geschrieben habe. Das ist Sternenstaub. Aber ich denke, auch Einmal im Leben und vor allem Deiltern sind die am besten. Dann würde ich doch sagen, die werden wir uns natürlich noch im Laufe des heutigen Abends noch gemeinsam mit deinen Fans und unseren Hörern natürlich zusammen anhören. Aber auf was ich jetzt hinaus wollte, du warst ja erst vor kurzem in einem privaten Fernsehsender zu sehen und dafür bist du ja extra von der Schweiz nach Berlin geflogen. Ich rede hier von Turner TV. Wie war dieser Tag für dich und was hast du für Eindrücke, welche Eindrücke hat es bei dir hinterlassen? Es war sehr spannend. Ich war sehr nervös, aber ich habe die Zeit genossen. Ich wurde begleitet. Ich hatte eigentlich gar keine Zeit, große Angst zu haben vor dem Fernsehauftritt. Der war ja live. Und ich muss sagen, es war eindeutig das Spannendste, was ich bis jetzt erlebt habe. Und dann erst noch mit einem Song, der aus meiner Feder ist. Also würdest du es wirklich jedem empfehlen, wenn er die Chance hätte, auch mal im Fernsehen aufzudrehen, da natürlich da ja, nicht Nein zu sagen? Auf alle Fälle, ja. Und auch die Frau Turner, die ist sehr nett und freut sich auch über den Künstler. Und ich denke, ich werde nochmals gehen, so im Sommer. Klasse. Aber jetzt zu deiner Person. Wie würdest du dich selbst so einschätzen oder wie würdest du dich selbst charakterisieren? Ja, ich bin ein sehr lebensfroher Mensch. Sehr bodenständig. Ja, ich liebe meine Familie und meine Tiere. Also ich bin ein ganz normaler Mensch. Und hast du irgendwelche Hobbys? Ja, Hobbys sind hauptsächlich meine Tiere. Ich züchte Kaninchen. Ich habe jetzt heute entdeckt, dass ich wieder 6 Junge habe im Netz. Also nicht ich und meine Kaninchendame. Ja, mein Hobby, mein großes. Ich liebe meine Tiere. Wir haben viele Tiere und es gibt auch sehr viel Arbeit. Gehst du mit deinen Hasen dann auch so auf Ausstellungen, auf Shows und so? Nein, gar nicht. Ich werde sie verkaufen, die Jungtiere und an Familien. Und ich bin absolut gegen so Ausstellungen. Ich finde das nicht so tiergerecht.
Dann würde ich sagen, wir kommen dann jetzt zum heutigen ersten Song von dir. Und da würde ich sagen, da spielen wir doch deinen Favoriten, den Sternenstaub, für deine Fans und natürlich unsere Hörer von Radio Let's Dance. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. In den Sternenhimmel hinein. Ich suche dich und ich wünsche mir, auf deinem Funkelstern zu sein. Dann könnte ich nur für kurze Zeit mich verlieren in deinem Schein. Für kurze Zeit in deinem Glanze sein. Wir alle sind der Sternenstaub. Und da sind wir wieder, ihr Lieben, und live bei mir hier am Telefon in der heutigen Starstunde von Radio Let's Dance. Die sympathische Schweizer Künstlerin Andrea Beth. Ach so, eine Frage habe ich jetzt an dich, Andrea. Wie nennt man dich eigentlich wirklich mit dem Nachnamen? Andrea Beth oder Andrea Beth? Eigentlich Andrea Beth. Ah, okay. Dann aber ich weiß, in Deutschland wird es immer mit Beth ausgeschrieben, weil es kommt von meinem Namen Elisabeth und da ist auch Beth, aber eigentlich die englische Version. Okay, dann wissen wir das jetzt auch, dann war ich doch recht, dann hatte ich doch recht, weil ich hatte da mit meinen Kollegen vom Radio eine kleine Wette gemacht, aber ja,
Desto trotz. So, liebe Andrea, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Liest du auch gerne Bücher? Sehr gerne lese ich Bücher, ja. Hauptsächlich so Fantasy-Romane mit Drachen, Feen. Welches Buch findet man bei dir auf dem Nachttisch? Auf dem Nachttisch ist im Moment gerade ein Fantasy-Buch. Aus einer Fantasiereihe. Das beginnt mit der Grundgeschichte bis, ich bin aber noch nicht durch. Und die erste Wahrheit von Dawn Cook lese ich zurzeit. Bist du ein Mensch, der sehr nachdenklich ist? Zwischendurch ja. Es gibt viele Dinge, die mich nachdenklich stimmen. So auch die Entwicklung, wie es jetzt läuft, wenn man Nachrichten hört. Nicht so erfreulich. Ja. Was würdest du tun, wenn du das nötige, oder sag mal so, was würdest du machen, wenn du jetzt so über Nacht ein Superstar wärst und würdest Geld zum Schöffeln verdienen, würdest du daran die Gesellschaft, würdest du das dieses Geld und diesen Reichtum mit der Gesellschaft teilen? Ich denke schon ein Teil. Vor allem mit einem Lieblingsprojekt. Ich möchte gerne Theodora Stiftung unterstützen und ja, meine Familie natürlich. Ja, doch. Und das geht dann oder in das nächste Album. Okay. Dein aktuelles Album im Augenblick, Andrea Weff, Sternenstaub, da gibt es jetzt eine kleine Information, ihr Lieben, jetzt die Ohren spitzen. Wer uns sagen kann, welche musikalische Ausbildung außerhalb der Schlager Andrea Weff genoss, und der mich dann anschreibt über Facebook per PN, der hat es natürlich gewonnen, das aktuelle Andrea Weff Album Sternenstaub. Also es lohnt sich auf alle Fälle. Wir haben es ja gerade vorhin schon erwähnt. Wer jetzt wirklich genau zugehört hat, müsste es eigentlich wissen. So, aber Andrea, du schreibst ja deine Songs selber, so viel ich richtig informiert bin. Den größten Teil auf dem Album habe ich selbst geschrieben, auch selbst gespielt. Und ich habe noch Gastsongs von meinen Freunden Rosalia und Jörg Ziegler. Sie sind im Country-Bereich tätig und waren auch mit Aufpassen. Kommen wir nochmal zu deinem Song, den du ja, eigentlich hat sich jetzt die Frage erübrigt, Sternenstaub schriebst du ja für deine Mutter. Ja, das ist eine Geschichte aus der Kindheit. Meine Mutter war oft sehr krank und hat immer gesagt, wenn ich mal nicht mehr da bin, dann findest du mich auf dem ersten Stern, der am Morgen geht. Nein, auf dem Stern, der am Abend erst kommt und am Morgen zuletzt geht. Und das ist ja der Polarstern. Und grundsätzlich sind wir ja alle aus Staub. Das ist ja physikalisch erwiesen. Ja, und dann hat sie ja versprochen, dass ich dann immer abends in den Himmel schaue, als sie gestorben ist. Und ja, das verbindet uns. Du bist ja mit dem Song Sternenstaub auch ja mega erfolgreich gewesen und natürlich bist du immer noch erfolgreich. Wir haben ja vor geraumer Zeit eine eigene Top 30 Charts auf den Markt gebracht und du warst ja von erster Sekunde gleich mit dabei. Was soll ich sagen? Du warst ja viermal hintereinander. Das muss man sich wirklich mal im Kopf zergehen lassen. Viermal hintereinander auf Platz 1 und hast wirklich 2026 Stimmen für dich gewinnen können. Da, ja, das war einfach,
Einfach nur Wahnsinn, sage ich an dieser Stelle. Leider musstest du ja mit diesem Song dann ausscheiden, da ja unser Reglement sagt, wenn man viermal hintereinander auf Platz 1 ist, dann muss der Song raus, um einfach mehr Flexibilität reinzubekommen. Aber du gingst ja nicht unter bei uns, denn du bist ja gerade schon wieder dabei, mit zwei weiteren Songs wirklich da voll zuzuschlagen. Und du bist echt der Wahnsinn. Du hast ja wirklich eine fette Fanbase hinter dir. Und an dieser Stelle sage ich jetzt mal im Namen von unserem Radio Dankeschön für das Vertrauen dir gegenüber und dass du da wirklich so auch für uns Werbung betrieben hast. Wie wichtig oder was für einen Stellenwert hat diese Charts für dich eingenommen? Ich bin sehr gerne dabei. Und auch deshalb, weil ihr auch Nachwuchskünstler spielt. Und ich finde das eine tolle Sache. Wäre mal was für die Schweiz. Aber ich habe auch mir gesagt, ja, machen wir mit, unterstützt das Radio. Das hört man natürlich gern. Und an dieser Stelle möchte ich dir auch noch was verkünden. Du bekommst im Laufe nächster Woche ein kleines Päckchen mit einer kleinen Überraschung. Wenn das dann angekommen wäre und du wirklich, ja, ich würde mal sagen, dich freuen kannst darüber, was ich davon ausgehe, dann wäre es natürlich auch lieb und nett, wenn du es posten würdest. Denn ich denke, das ist wirklich eine kleine, große Überraschung für dich. Ja, da bin ich gespannt. Da muss ich ja dann den Fotoapparat rausnehmen. auf alle Fälle. Und zum Thema Schweiz, wir sind eigentlich für alles offen. Also wir würden auch, oder wir können es auch für uns vorstellen, in der Schweiz mit dir vielleicht zusammen ein Event mal auf die Beine zu stellen. Aber genau. Aber darüber können wir ja noch. Genau, aber darüber können wir noch in naher Zukunft uns drüber unterhalten. So, aber jetzt kommen wir zurück zu deinem aktuellen Album Sternenstaub. 14 wirklich nachdenkliche Songs. Wie kam es zu dem Song Du, ich lieb dich, mit dem du ja auch bei uns in den RLD Schlagercharts vertreten bist? Ja, das ist genau dieser Song. Da habe ich meinen Lebenspartner kennengelernt. Und das war ja lange her. Und wir sind heute noch zusammen. Und das habe ich eigentlich für ihn geschrieben, so unsere Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Okay. Also würde ich sagen, dann hören wir uns die Liebe von Andrea Beff mal an, oder zumindest hat ihre Liebe sie inspiriert für diesen Song. Und jetzt für euch da draußen alle, Andrea Beff mit Du, ich liebe dich. Du klingelst jeden Tag bei mir. Du sagst, du bist mir nah, wärst gerne für mich da. Und ich seh an deinem Blick, jetzt gibt es für mich kein Zurück. Ich muss dir endlich gestehen, ich will mit dir gehen. Ich will mit dir gehen. Du, ich lieb dich, ich lieb dich. Ich lieb dich, ich wünschte, du wärst hier. Du wärst hier. Du, ich brauche dich ganz nah bei mir. Ja, ich lieb dich, ich lieb dich, ich lieb dich. Ich wünschte, du wärst hier. Nah, ganz nah. Nach dir, doch du bist nicht da bei mir. Ich liebe einfach alles,
an dir. Dann rufst du mich zu Hause an, fragst, ob ich dich besuchen kann. Ich finde dich so toll, weiß nicht, was ich sagen soll. Du, ich lieb dich, ich lieb dich, ich lieb dich, ich wünschte, du wärst hier. So, ihr Lieben, und da sind wir wieder. Andrea Beff mit Du, ich lieb dich. Wir haben ja soeben gehört, sie wurde zu diesem Song inspiriert durch ihre große Liebe, durch ihren Partner, mit dem sie natürlich immer noch liiert ist. So, liebe Andrea, was tust du im Alltag, um deinen Optimismus zu erhalten? Ja, nebst der Musik arbeite ich noch als Lehrerin. Ich bin schon seit meinem 20. Lebensjahr Lehrerin mit Leidenschaft. Und die Kinder geben mir eigentlich viel zurück, was ich mit zum Stressabbau mache. Ja. Und sonst bin ich viel draußen, genieße die Sonne, wenn sie mal scheint. Ja, und verbringe auch viel Zeit am Meer. Das ist so meine Leidenschaft. Also gibt es im Grunde genommen da kein Rezept dafür, wie du deinen Optimismus behaltest. Ich denke, du bist ein lebensfroher Mensch. Also zumindest wirkst du so auf mich. Immer. Ich stehe morgens auf und bin schon froh, dass ich wieder einen Tag erleben darf. Also du denkst eigentlich überwiegend dann auch immer wieder positiv von Tag zu Tag? Okay, aber kommen wir jetzt nochmal zu deiner Musik zurück. Wie hat man gemerkt, dass du wirklich das Talent zur Musik, zum Gesang hast? Ja, meine Mutter hat mir mal gesagt, schon ganz kleines Kind, bevor ich sprechen konnte, habe ich gesungen. Muss ich ihr mal so glauben. Und dann war 4 oder 5 Jahre da, ich weiß das nicht mehr so ganz genau, wie alt ich da war, waren wir an einem Weihnachtsfest in einem Alterszentrum und dann hat mich mein Vater auf die Bühne gestellt und hat gesagt, meine Tochter kann schön Weihnachtslieder singen. Ja, da stand ich da mit der 4 Käse hoch und da hat meine stille Nacht gesungen. Und dann, als ich fertig war, zuerst Ruhe und dann Riesenapplaus. Da habe ich mich so erschrocken, ich bin fast von der Bühne gefallen. Aber es hat mich total süchtig gemacht nach Bühne. Und wann war dein erster großer Bühnenauftritt? Mein erster großer Bühnenauftritt war mit 16 Jahren. Da war ich schon ein Jahr in klassischen Ausbildung.
und habe im Theater bei Carmen mitgesungen. Wow, wow. Ja, du warst im Theater. Du bist ja, wie wir soeben gehört hast, auch noch Lehrerin. Darf ich fragen, welche Fächer du unterrichtest? Oh, das ist etwas anders als in Deutschland. Ich bin Unterstufenlehrkraft. Eigentlich Kindergarten bis dritte Primarstufe. Und im Moment erteile ich Deutsch für fremdsprachige Kinder. Mhm. Glaubst du, dass es heutzutage für Kinder in Europa schwieriger ist, aufzuwachsen, als in der Zeit, als du selbst Kind warst? Schwieriger denke ich nicht. Es ist einfach etwas anders. Die Schule ist nach meiner Erfahrung stressiger, als ich noch so klein war. Und die Kinder müssen schon viel mehr leisten, also bei uns in der Schweiz. Ich kann das nicht sagen, wie es in Deutschland oder Österreich ist, aber bei uns ist es schon sehr stressig. Sie kommen ja schon mit knapp 4 in den Kindergarten und Kindergarten ist bei uns nicht spielen, bei uns ist es ja schon Unterricht. Also ich rede jetzt als Vater, also meine Tochter ist ja mittlerweile jetzt auch 13 und geht auch in die höhere Schule. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die nach Hause kommt, was die lernen muss und dann vom Unterricht Nachmittag, also ich ziehe der Hut, wie sie das alles unter ein Fach bringt. Wenn ich jetzt an meine Kindheit oder an meine Schulzeit zurückdenke, also das war für mich eigentlich leichter, würde ich jetzt mal so in den Raum darstellen. Das stimmt. Das habe ich auch schon mit meinem Sohn besprochen. Er ist jetzt endlich fertig mit der Schule. Und da habe ich auch immer gesagt, was die lernen müssen, das war früher nicht so. Ja, das ist vollkommen richtig. Also ich finde es sogar stellenweise ein bisschen übertrieben. Weil ich rede jetzt von meiner Tochter, die hat fast jeden Tag, also mindestens von 7 bis 13 Uhr und dann hat die auch noch Mittagsschule. Also die kommt noch nicht einmal heim zum Essen, der muss sich dann Geld mitgeben, dass sie dann in der Zwischenzeit kurz was essen kann. Und dann kommt die erst abends um 5 nach Hause und hat dann noch relativ viel Hausaufgaben. Ja, also, so ist es. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber kommen wir wieder zu deiner Person. Wie hast du deine eigene Kindheit verbracht und erlebt? Ich hatte eine sehr behütete Kindheit. Ich habe lange Zeit auf einem Bauernhof gewohnt. Da war das natürlich ganz toll, da hatten wir viel Platz. Und als wir dann in die Stadt gezogen sind, hat mein Vater in Bern, ist ein anderes Gebiet in der Schweiz, hat er ein Ferienhaus gebaut und das wir jedes Wochenende, die ganze Familie, ich habe noch 3 Geschwister, die ganze Familie war dort im Ferienhaus. Wir haben immer viel Natur genossen und alle auch sehr viel Musikunterricht. Also zur Musik nochmal, beherrschst du musikalische Instrumente? Ja, ich habe mit 4 Jahren Blockflöte gelernt und habe dann schon schnell gewechselt. Ich bin eigentlich die Einzige, die so früh auf das Hauptinstrument wechseln durfte in der Familie. weil ich habe immer im Musikhaus bin ich ans Klavier gesessen und habe gesagt, das möchte ich lernen. Und dann habe ich das gelernt. Wenn Klavier und Keyboard, ich spiele noch Gitarre und Querflöte. Wow. Und im Moment möchte ich dann, wenn ich mehr Zeit habe, möchte ich noch Handel, etwas tun. Wie heißt das bei euch? Das weiß ich nicht mal. Ziehharmonika oder wie heißt das bei euch? Ja, genau. Ziehharmonika, ja, richtig. Ja, aber ich habe von meiner Mutter geerbt und kann sie nicht spielen und das möchte ich dann irgendwann noch erlernen. Wenn du in deinem Leben oder wenn du zurückblicken könntest, gibt es Dinge, die in deinem Leben du gern anders gemacht hättest? Groß eigentlich nicht. Ich habe immer mein Leben so gelebt, wie ich es möchte.
Ich wollte immer Lehrerin werden und Musikerin und ich habe alles eigentlich so erreicht. Schon das Einzige, vielleicht hätte ich nicht mein Privatleben etwas anders gestaltet, aber das ist privat. Okay. Okay. Du hast ja in deinem Album Sternenstaub 14 verschiedene Songs. Welchen Song würdest du jetzt gern oder würdest du sagen, so, der muss unbedingt gespielt werden heute Abend? Gerne würde ich Seiltan hören, weil der zeigt eine ganz andere Seite, eine andere musikalische Seite von mir. Das zeigt auch, wie vielfältig ich bin und auch als Dankeschön für die Komponisten. Okay, also ihr Lieben, dann werden wir doch das mal tun. Hören wir uns Andrea Beff mit dem Song Seiltanz an. Und nicht vergessen, ihr könnt übrigens heute Abend das aktuelle Album von Andrea gewinnen, Sternenstaub, wenn ihr mich per PN über Facebook anschreibt und mir sagt, welche musikalische Ausbildung die Andrea noch genossen hat. Haben wir ja schon erörtert, also wer genau zugehört hat, müsste es wissen. So, aber jetzt euch viel Spaß mit Andrea Beff und Seiltanz. Ich zähle Sekunden mitten in der Nacht. Es scheint, die Zeit bleibt stehen, schaut mich ständig an und lacht. Sternenklarer Himmel, kein Wölklein zieht vorbei. Ich sollte längst schon schlafen und die Uhr steht auf 2:30. Nun fange ich an zu denken und ich gehe ins Detail. Obwohl ich schrecklich Angst hab, balanciere ich auf dem Seil. Versuche rauszufinden, was mich letztlich dazu bringt. Mir selber zu beweisen, dass mir, was ich will, gelingt. War dieses Seil schon so lang, als ich mit dem Seiltanz begann? Es schien so einfach für mich, darauf zu gehen. Am Anfang war es so leicht, ich hab die Mitte erreicht und nun auf einmal bleibe ich ganz ängstlich stehen. Es ist so schwierig, auf dünnem Seil zu gehen. Und ich zähle Sekunden mitten in der Nacht. Es scheint, die Zeit bleibt stehen, schaut mich ständig an und lacht. Sternenklarer Himmel, kein Wölklein zieht vorbei. Ich sollte längst schon schlafen und die Uhr steht auf 2:30. Ich sag mir, reiß dich zusammen, ich erinnere mich daran, dass ich stark und geschickt bin, dass ich weiß, was ich kann. Ich schau zurück und ich seh, ich hab schon vieles erreicht. Mit dieser Erfahrung schaffe ich den Rest des Seils doch leicht. War dieses Seil schon so lang, als ich mit dem Seiltanz begann? Es schien so einfach für mich, darauf zu gehen. Am Anfang war es so leicht, ich hab die Mitte erreicht und nun auf einmal bleibe ich ganz ängstlich stehen. Es ist so schwierig, auf dünnem Seil zu gehen. Schon so lang, als ich mit dem Seiltanz begann, es schien so einfach für mich, darauf zu gehen. Am Anfang war es so leicht, ich hab die Mitte erreicht und nun auf einmal bleibe ich ganz ängstlich stehen. War dieses Seil schon so lang, als ich mit dem Seiltanz begann, es schien so einfach für mich, darauf zu gehen. Am Anfang war es so leicht, ich hab die Mitte erreicht und nun auf einmal bleibe ich ganz ängstlich stehen. Es ist so schwierig, auf dünnem Seil zu gehen.
Ja, und da sind wir wieder, Andrea Beff, Seiltanz, mal von einer anderen, Seite. Und es gab ja eine CD zu gewinnen, ihr brandaktuelles Album Sternenstaub. Und was soll ich euch sagen? Es gibt eine Gewinnerin, nämlich die Sarah Wiegold. Und soviel ich weiß, wohnt die in der Nähe von Hannover. Also herzlichen Glückwunsch, liebe Sarah. Lass mir doch deine Adresse in Facebook per PN zukommen und dann schicken wir natürlich dir das Album so schnell wie möglich. So, aber liebe Andrea, kommen wir wieder zu dir und deiner Musik zurück. Bei dir ist ja auch in naher Zukunft ein neues Album in Planung. Wann dürfen denn deine Fans und wir im Radio von diesem Album mal ja, uns ein musikalisches Bild machen? Voraus. Im Herbst 2015, aber voraus setze ich noch eine Single, die dann auch auf das Album kommt, dass man schon die neue, etwas neuere Richtung hören kann. Mhm. Ich kann schon verraten, es wird etwas rockiger, so mehr Pop-Rock, aber trotzdem in deutscher Sprache. Okay. Gibt es auch in englischer Sprache Musik von dir? Das gibt es, ja. Ich habe mein erstes Album, ist ein Maxi-Album. Da hatte drei englische Stücke drauf. Wow. In deinem Album Sternenstaub, was würdest du da sagen, was da der gewagteste oder was ist der gewagteste oder experimentellste Song auf deinem Album? Der gewagteste ist vom Text her und von der Musik Leinenlos. Mhm. Der passt noch nicht so ganz ins Konzept, aber der muss drauf, weil da habe ich die Pubertät meines Sohnes. Okay. Dann würde ich doch sagen, wir tun die Hörer und deine Fans natürlich nicht länger auf die Folter spannen und hören uns den Song Leinenlos doch jetzt hier mal gemeinsam an. Okay. Was fängst du bloß mit deinem Leben an? Und ich sage dir, dies ist alles ganz normal. Du möchtest schreien, möchtest Liebe pur. Du merkst, du fährst auf einer Doppelspur. Die Pubertät ist für dich total die Qual. Total die Qual. Total die Qual. Leinenlos, leinenlos. Was andere sagen, kümmert dich nicht mehr. Die Freiheit ruft dich laut, du bist bereit. Segel hoch, erwachsen werden, ja. Geht, du bist nicht allein, doch du möchtest nur für dich alleine sein. Irgendwann kannst du sagen, ich bin mein. Manchmal traurig, manchmal bist du wild. Dein Leben ist bunt, du malst dein eigenes Bild. Eltern verstehen nicht, sie verstehen dich nicht mehr. Und du liebst sie doch so sehr. Und du liebst sie doch so sehr. Leinenlos, leinenlos. Was andere sagen, kümmert dich nicht mehr.
So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Leinenlos, Andrea Webb, mal ganz anders, ja, von einer ganz anderen Seite. So, meine liebe Andrea, meine Frage an dich. Bist du selbstkritisch, wenn du ins Studio gehst? War sehr effizient im Studio, aber wenn ich dann meine Arbeit anhöre, habe ich immer was zu meckern. Ich glaube, da geht kein Song auf das Album, da ich dann nachträglich auch noch sagen kann, ah, das hätte ich doch noch so machen können oder so. Aber das behalte ich dann das nächste Album auf. Okay. Dann kann man eigentlich zu dir sagen, dass du ein sehr ehrgeiziger und Mensch bist, der wahrscheinlich seine Messlatte immer ziemlich hoch setzt. Richtig, vielleicht manchmal zu hoch. Darf ich an dieser Stelle fragen, was du für ein Sternzeichen bist? Ich bin Stier. Ditto, Volltreffer. Ja, willkommen im Club, das hatte ich mir nämlich schon fast gedacht. Ich bin auch Stier. Okay. Ja, super. Volltreffer. Herz, oder? Wie bitte? Stiere haben ein Künstlerherz. Richtig, korrekt, ja, stimmt, ja. Und ja, sind eigentlich auch sehr sozial eingestellt. Richtig. Und familiär vor allem. Genau. Ja. Aber kommen wir wieder zur Musik und natürlich auch, Musik ist behaftet mit dem Fernsehen. Es gibt ja wirklich zig Casting-Shows wie zum Beispiel DSDS, The Voice of Germany und was es da wirklich alles gab. Kürzlich saß Andrea Berg ja bei Deutschland sucht den Superstar in der Jury. Begrüßt du es, wenn der Schlager nun auch in den Casting-Shows Einzug hält? Ja, sicher, warum nicht? Das ist gute Musik und viele denken, das hört sich so leicht. Aber wenn du dann im Studio einen Song aufnimmst, dann merkst du, Schlager ist gar nicht so leicht zum Singen. Das ist sehr anspruchsvoll. Ich bin sehr froh, gibt es diese Castings. Ich muss sagen, wenn es die schon gegeben hätte, als ich noch im jungen Jahr war, da wäre ich so dankbar gewesen. Das ist für gewisse Künstler ist das ein Sprungbrett, wenn sie dann das Ergebnis nutzen. Und von den Castings? Ich war auch schon in einer Castingshow. Swiss Talents, irgendwie so hat das geheißen, ich weiß nicht mehr. Oder Schweizer Talente. Aha. Aber ich war dann schon professionell. Und von den angebotenen Castingshows aktuell, welche würdest du da für dich favorisieren? Voice of Germany ist schon die beste Castingshow. Die ehrlichste und für die Künstler, denke ich, auch die beste Plattform. Würde ich auch so sagen, ja. Ja. Vor allem bin ich ein großer Fan von Rigave und Samo Haber. Ich denke, Die zwei Künstler tun die Sendung oder das Sendeformat wirklich bereichern mit ihrer Flachsigkeit und natürlich ihrer natürlichen Art. Ich sage jetzt das Wort nicht, das stimmt. Okay. Hast du einen Talisman? Ja, ich habe ein Anhänger, ein Kettenanhänger. Den habe ich eigentlich immer an. Außer im Fernsehen bei Borna TV, da hat es nicht auf. Aber sonst trage ich den. Okay. Heißt das auch dann, dass du ein klein wenig abergläubisch bist? Ja, so etwas spirituelle Wellen habe ich schon in mir. Inwiefern, wenn ich fragen darf? Ja, ich ertappe mich immer bei Horoskop lesen und ich träume auch viel und ja, meistens weiß ich dann noch, was ich geträumt habe und ich denke, das sind schon so Zeichen für etwas Spiritualität. Okay. Wo sind deine Lieblingsplätze?
Badewanne. Zu Hause. Zu Hause, da kann ich mich entspannen, höre Musik oder lese was. Das ist so der einzige Platz, der mir Ruhe gibt. Das heißt also, im gemeinsamen, geselligen, vertrauten, ja, mit deinen Freunden und vor allem deinem Freund oder Mann oder ja, vor allem mit deiner Liebe. Ja, genau. Okay. Von welchem prominenten Musiker hättest du gern eine Gitarre? Genau, von Ray Garvey. Haha, okay. Der gefällt mir. Magst du allgemein Rock auch so? Aus, wenn, ja, welche Musik magst du außer ja, jetzt den Schlager? Also ursprünglich komme ich ja von der Rockszene. Mhm. Ich bin ein totales Rockgirl. Mein Herz schlägt im Rockrhythmus. Aber meine Vorbilder sind Queen, Barbara Streisand. Ja, das sind meine beiden Vorbilder. Und in der heutigen Zeit der Graf. Wow, gut. Ja, schade, dass er ja aufgehört hat. Aber ich denke, darüber mit Sicherheit noch nicht das letzte Wort gesprochen, denn dafür ist einfach die Fangemeinde zu groß. Der muss einfach wiederkommen. Hat man ja damals beim Wolfgang Petri auch so gemeint und siehe da, auch er ist wieder da. Und ich denke, wir würden uns doch alle freuen, wenn er wieder im Musikgeschäft tätig wäre. Ja, aber so eine künstlerische Pause darf man jedem Künstler gönnen. Mit Sicherheit. Ich denke, das war auch fällig bei dem Erfolg, was der zu verzeichnen hatte. Also, na, schon steht er ja mit Sicherheit über kurz oder lang auch vom Burnout. Gehe ich mal davon aus. Aber wir kommen jetzt nochmal zu deinem Album Sternenstaub. Da gibt es wirklich einen Song drauf, der mich wirklich der mich wirklich ein bisschen inspiriert hat und über den ich auch lang nachdenken musste, denn der Text finde ich einfach nur phänomenal und hat mich wirklich auch bewegt, wirklich zum Nachdenken. Und ja, den würde ich gern heute Abend gern noch dir oder deinen Fans und unseren Hörern nochmal abspielen. Hier für euch dann Andrea Beff. Mit Siegen heißt nicht gewinnen. Und darüber sollten wirklich mal viele nachdenken. Genau. Bist du schwach oder stark? Nur wer Schwächen hat, kann auch Stärke beweisen. Dankbar sein für den Hauch von Glück, den man anderen schenkt. Wenn man sich freuen kann, dass ein anderer gewinnt, hat man längst gesiegt. Wenn man mit Würde verlieren kann. Sieg, Sieg heißt nicht nur Gewinn. Gewinner ist der siegreich verliert. Glück, Glück hat der sich freut, der mutige neu, dein nächstes Spiel riskiert und noch einmal probiert. Ist es klug oder dumm, wer zu klug diskutiert, wird meistens nicht verstanden. Dumm ist nur, wer versucht, sich selbst zu belügen, drum bleibe dir treu. Versuch nicht anders zu sein als dich selbst, zeige Mut, es wird dir schon gelingen. Denn so wie du bist, nur du weißt, dich nur einmal gibt. Sieg, Sieg heißt nicht nur Gewinn, Gewinner ist der siegreich verliert. Glück, Glück hat der sich freut, der mutig erneut ein nächstes Spiel riskiert und noch einmal probiert. Musik.
Ja, ihr Lieben, mittlerweile 21.09 Uhr und ich habe sie immer noch hier am Telefon, die Andrea Beff aus der schönen Schweiz. Ja, wir stellen ja heute Abend ein klein wenig ihr Album dar und möchten natürlich auch die Andrea ein bisschen persönlicher den Fans und natürlich den Hörern von Radio Let's Dance etwas näher bringen. So, liebe Andrea, wir haben ja uns da ein paar Fragen ausgedacht, die ich meine, die wahrscheinlich sinnvoll oder interessant für die Hörer und deine Fans sind. Was ist dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt? Mein größter Fehler war, als ich mit der ersten Band unterwegs war und da hat mich ein Produzent angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, ein Album aufzunehmen, und ich habe gesagt, nicht ohne die Band. Und er wollte nur mich. Ja, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Dann wäre ich jetzt ein Weltstar. Haha, okay. Welche drei positiven Charaktereigenschaften fehlen dir? Fehlen? Mhm. Vielleicht etwas mehr Geduld. Typisch für den Stier. Weniger aufbrausend, wenn dir was nicht gefällt. Auch typisch, absolut. Aber das dauert sehr lange, bis ich aufbrause. Mhm. Und, muss ich noch eine dritte? Ich weiß gar keine dritte. Dann müsstest du meinen Lebenspartner fragen. Wer hätte mich einfach. Okay, belassen wir es dabei. Wovor hast du am meisten Angst? Vor weiteren Kriegen oder so, aber grundsätzlich bin ich eigentlich nicht so ängstlich. Mhm. Ich bin eigentlich sehr mutig und setze mich auch für alle Menschen ein. Aber die mal größte Angst bereitet mir schon das jetzige Weltgeschehen. Mhm. Also beschäftigt dich die momentane Situation in der Welt doch ein klein wenig. Ja, doch. Ja. Ich, ich unterrichte ja dann auch die Kinder, die von Kriegsgebieten kommen und das geht mir sehr nahe. Ja, kann ich nur bestätigen, dass man in diesem Jahrhundert noch irgendwelche Kriege führen muss oder dass es da Länder gibt, die nichts zu essen haben. Also das ist wirklich beschämend. Genau. Ja. So, aber Andrea, es gibt noch ein weiterer Song aus deinem Album, aus deinem momentan aktuellen Album Sternenstaub, den ich irgendwie auch, wo ich sagen muss, der Song, der hat was und vor allem spricht er eigentlich völlig die Wahrheit, nämlich der Weg ist nie zu weit. Wie kam es dazu? Wie hast du dich inspirieren lassen zu diesem Song? Wenn man sich in der Welt umschaut oder bei meinen Freunden und sie streiten, sie gehen auseinander, dann kommen sie wieder zusammen. Das sind so alles so persönliche Dinge, die ich in meinen Texten, in meinen Songs verarbeite. Hm. Ist jetzt gar nicht das also von meinem Leben, sondern eher von außenstehenden Freunden und so. Ja. Also sind deine Lieder eigentlich geprägt vom Leben, ja, man kann eigentlich sagen vom aktuellen Leben. Was ich an deinen Songs so beneide, ist, du singst nicht nur von Liebe, du sprichst wirklich in deinen Songs und in deinen Texten auch Themen an, die man wahrscheinlich nicht so gerne hört oder hören mag. Und deshalb jetzt für euch da draußen, Andrea Beff mit Der Weg ist nie zu weit. We'll be right back.
Es ist schon spät, der Letzte geht, die Lichter gehen aus. Mein Glas ist leer, mein Kopf ist schwer, ich will noch nicht nach Haus. Und ich stelle mir so viele Fragen, Gedanken drehen sich im Kreis. Ich will die Hoffnung zu dir tragen, du verzeihst mir, denn ich weiß, der Weg ist nie zu weit, um zu verzeihen, fehlt dir nie, nie die Zeit. Oh ja, ich weiß, der Weg ist nie zu weit, um zu verzeihen, fehlt dir nie, nie die Zeit. Der Weg ist nie zu weit. Ein dummer Streit, nun Einsamkeit, sag, muss das wirklich sein? Dein Mundwerk spricht, mein Ohr hört nicht und jeder fühlt sich schwach und klein. Etwas scheint mich zu tragen, es hält mich fest und gibt mir Mut. Und ich brauch mich nicht mehr zu fragen, ein Weg und der Weg ist gut. Ich weiß, der Weg ist nie zu weit, um zu verzeihen, fehlt dir nie, nie die Zeit. Oh ja, ich weiß, der Weg ist nie zu weit, um zu verzeihen, fehlt dir nie, nie die Zeit. Der Weg ist nie zu weit. Doch ich stelle mir so viele Fragen, Gedanken drehen sich im Kreis. Ich will die Hoffnung zu dir tragen, du verzeihst mir, denn ich weiß, der Weg ist nie zu weit. Um zu verzeihen, fehlt dir nie, nie die Zeit. Oh ja, ich weiß. Ja, der Weg ist nie zu weit und wenn es nur am Telefon ist. Und da ist sie immer noch bei mir am Telefon. Ich habe sie immer noch an der Strippe, die Andrea Beff. Andrea, worauf bist du besonders stolz? Besonders stolz? Mhm. Auf meinen Sohn. Okay. Ja, auf mein Leben. Ich bin stolz. Das ist etwas, das dem Stier eigentlich nicht liegt. Ich bin auf alles stolz, was ich bisher erreicht habe, was ich noch erreichen werde. Mhm,
Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wer hat dich in deinem Leben entscheidend geprägt und vor allem wie? Entscheidend geprägt hat mich meine Mutter. Weil sie hat immer gesagt, du bist ein Mädchen, schau, dass du dich schön anziehst, gehe gerade, so alles die Dinge, weil sie sehr großen Wert darauf gelegt hat. Und heute bin ich ihr sehr dankbar. Auch mit der Sprache lerne viel. Und ich bin jetzt dreisprachig und ich denke, da hat sie mich sehr geprägt. Okay. Gab es einen Menschen in deiner Laufbahn, der dich verändert hat? Verändert. Ja, mein jetziger Partner hat mir schon einige Dinge gezeigt, die man einfach annehmen kann, dass ich mir nicht alles so zu Herzen nehmen soll. Leichter durchs Leben. Das Glas ist immer halb voll und nie halb leer, also so in dieser Richtung. Da hatte ich schon große Schwierigkeiten mit. Da muss ich sagen, das war gut. Okay. Weil du jetzt gerade deinen Partner erwähnt hast, kommen wir jetzt nochmal zu dir und zu deinem Album. Ich denke, die wenigsten wissen, dass du ja dein Album selbst vertreibst, sprich dein eigenes Plattenlabel hast, nämlich Astor Music. Wie du mir vorhin erzählt hast oder verraten hattest, hast du ja dieses Plattenlabel mit deinem Partner zusammen gegründet. Wie kam es dazu? Das ist ganz einfach. Ich habe das Album fertig gehabt und kein Verlag in der Schweiz wollte es aufnehmen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr nicht möchtet, dann gründe ich ein eigenes Label und habe das gestartet. Und mittlerweile mache ich ja auch noch Konzerte und engagiere auch über das Label Musikgruppen. Aber hauptsächlich Newcomers. Ich möchte da auch eine Stütze sein für neue Künstler, für junge Künstler, ältere Künstler, die wieder einsteigen möchten. Egal welche Musikrichtung, einfach vielseitig. Unter dem Plattenlabel Astor Music gibt es da auch noch andere Künstler, die ihr da unter eure Fittiche genommen habt? Also zurzeit nur Coaching. Mit der Zeit möchte ich dann noch Band rein einbauen. Aber im Moment ist es noch in den Kinderschuhen. Okay. Dann würde ich doch sagen, wir kommen zur nächsten Frage. Welcher Manager ist für dich ein Vorbild und warum? Ach, ich weiß, wen du meinst. Doch, Stein heißt er, oder? Stein heißt er, ja, den habe ich sogar in Facebook in der Freundesliste. Ja, okay, war auch mal der Chef von Universal Music. Ja. Genau. Michael Stein, kann es sein? Ich bin mir nicht mehr sicher, Müsste ich aber. jetzt kein Facebook aufmachen, ja. Aber ja, ich weiß schon. Der Stein halt. Er spricht immer gut und er spricht immer so für die Künstler und hat auch ein Herz für unterschiedliche Musik, so wie auch ich. Ich bin ja nicht nur Schlager, ich mache ja so viel Musik und mache auch so viel Musik. Und er ist so in meiner Richtung. Okay. Mit welcher Persönlichkeit kommst du am besten zurecht und warum? Da muss ich jetzt
nachfragen. Meinst du jetzt in Person oder? Im Allgemeinen. Im Allgemeinen. Im Allgemeinen. Mit ehrlichen Menschen komme ich gut zurecht. Mhm. Also ich hasse es, wenn man mich belügt. Das ist schrecklich. Wobei wir wieder beim Stier sind. Typische Eigenschaft vom Stier. Kann ich nur bejahen. Was war die schwerste Entscheidung, die du in den vergangenen 2 Jahren treffen musstest? Das geht jetzt etwas zu sehr ins Persönliche. Das kann ich dir nicht erzählen. Okay. Ich habe eine sehr schwere Entscheidung schon hinter mir. Das tut mir leid, das kann ich nicht erzählen. Ist okay, okay. Welche 3 Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Warte jetzt mal, wenn er will, meinen Partner, meinen Sohn, meine Katzen, okay. Alle meine Lebewesen und eine Gitarre. Das war klar. So. Meine Lieben, wir neigen uns dem Ende zu. Ich bedanke mich mal hier bei der Andrea für das, dass sie sich wirklich die Zeit genommen hat. Und ich hoffe, das Gespräch mit ihr war für euch ja aufschlussreich und für die Andrea wirklich spannend. Ich hoffe, sie war mit mir und meiner Person zufrieden. Ich bedanke mich natürlich bei ihr für das, dass sie sich wirklich die Zeit in ihrem wirklichen harten, stressigen Alltag genommen hat. Und ja, von meiner Seite, Andrea, liebend gerne wieder. Und lass was hören von dir. Und vor allem, wenn dein neues Album, vor allem deine neue Single auf dem Markt ist. Ich denke, wir bleiben eh in Kontakt. Ja, ich werde mit dir dann mailen. Dann kannst du sie spielen. Und ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken. Hat sehr Spaß gemacht. Und dann an die Schweizerhörer. Herzlichen Dank für Zuhören. Und wir hören uns wieder. Okay. So, und für euch Lieben da draußen gibt es natürlich noch ein weiterer Song von der Andrea, nämlich den Song Dankeschön. Und Dankeschön sag auch ich hier im Namen des Radios fürs Einschalten, fürs Zuhören. Aber wir machen natürlich weiter mit guter Musik. Also dranbleiben lohnt sich auf alle Fälle. So, aber lange geredet, kurzer Sinn. Wir hören uns jetzt Andrea Beff mit Dankeschön an. So, und dir, liebe Andrea, dir danke ich nochmal von ganzem Herzen. Bleib so, wie du bist. Und ich sage nochmal an dieser Stelle tschüss, bye bye. Hey. Also. Denke ja nicht, dass ich es nicht schätze, wenn du für mich Zeit hast. Man vergisst leider allzu oft, dass man Danke sagt. Dein Terminkalender ist so voll, dass nichts mehr in ihn reinpasst. Dennoch hast du mir noch nie deine Hilfe abgesagt. Denke ja nicht, ich hätte es vergessen, dass du für mich da warst. Leider konnte ich mich selten einmal revanchieren. Deshalb solltest du es wirklich wissen, falls du ein Problem hast. Um dir zu helfen, würde ich sicher keine Zeit verlieren. Heute sag ich Dankeschön für all die schönen Stunden, Dankeschön für jede nette Tat. Dankeschön, ich hab nen Freund gefunden, Dankeschön für jeden guten Rat. Dankeschön für all die Kleinigkeiten, Dankeschön für deine Freundlichkeit. Dankeschön, ganz einfach, weil es dich gibt. Denke ja nicht, dass ich es nicht höre, wenn du von mir gut sprichst. Und dann frag ich mich, hab ich das wirklich auch verdient? Bin ich mal da und nicht gut drauf, staun ich, wie du für mich da bist. Dein Gefühl für Menschen hat dir ganz bestimmt schon oft gedient. Denke ja nicht, ich hätte es vergessen, wenn du mir was abnimmst. All die Kleinigkeiten, über die man nicht mehr spricht. Wie verständnisvoll du oft kleine Fehler von mir annimmst. Ich finde es schön, dass unsere Freundschaft hält, was sie verspricht. Heute sag ich Dankeschön für all die schönen Stunden, Dankeschön für jede nette Tat. Dankeschön, ich hab nen Freund gefunden, Dankeschön für jeden guten Rat.
Dankeschön für all die Kleinigkeiten, Dankeschön für deine Freundlichkeit, Dankeschön ganz einfach, weil es dich gibt. Denke ja nicht, dass ich es nicht schätze, wenn du für mich Zeit hast. Man vergisst leider allzu oft, dass man Danke sagt. Dein Terminkalender ist so voll, dass nichts mehr in ihn reinpasst. Dennoch hast du mir noch nie deine Hilfe abgesagt. Denke ja nicht, ich hätte es vergessen, dass du für mich da warst. Leider konnte ich mich selten einmal revanchieren. Deshalb solltest du es wirklich wissen, falls du ein Problem hast. Um dir zu helfen, würde ich sicher keine Zeit verlieren. Heute sag ich Dankeschön für all die schönen Stunden, Dankeschön für jede nette Tat. Dankeschön, ich hab nen Freund gefunden, Dankeschön für jeden guten Rat. Dankeschön für all die Kleinigkeiten, Dankeschön für deine Freundlichkeit. Dankeschön, ganz einfach, weil's dich gibt. Dankeschön für all die schönen Stunden, Dankeschön für jede nette Tat. Dankeschön, ich hab nen Freund gefunden, Dankeschön für jeden guten Rat. Dankeschön für all die Kleinigkeiten, Dankeschön für deine Freundlichkeit. Dankeschön, ganz einfach, weil es dich gibt. Ja, Donnerstag, Abend, der 19.02.2015. Und wie heißt es, wie jeden Donnerstagabend ab 20 Uhr die Stunde der Stars. Jeden Donnerstagabend gibt es bei uns hier einen prominenten Gast am Telefon. Heute Abend war es die Andrea Beff. Und aufgrund des großen Erfolges hier noch eine kleine Information. Am kommenden Montag, ja, ihr hört jetzt richtig, Montag, der 23.02.2015 gibt es dann ab 20 Uhr nochmal eine Stunde der Stars. Und da wird am Telefon sein meine Telefonpartnerin Heike Reininghaus von der Gruppe Reininghaus. Und wir präsentieren natürlich ihr aktuelles Album. Also es lohnt sich, euch in den Terminkalender zu schreiben. Montag, der 23.02. 20 Uhr, Radio Let's Dance, die Stunde der Stars. So, aber ihr Lieben, wir machen hier weiter mit Musik aus den 80ern und hier geht's weiter mit der Steve Miller Band, Abracadabra. Viel Spaß! Stops, nobody knows. Every time you call my name.
Band mit Abracadabra heute Abend hier in der Stunde der Stars, die Starstunde. Ja, und ihr Lieben da draußen, wie ihr ja mitbekommen habt, starten wir ja hier in unserem Radio bei Radio Let's Dance. Wir sind vor allem innovative Menschen mit Visionen, um unsere Innovativität und natürlich unsere Visionen auch weiterhin voranzubringen, sprich das Radio weiter aufzubauen, brauchen wir natürlich Hilfe und da seid ihr jetzt gefragt. Also, wer sich vorstellen könnte, hier bei uns einen kleinen Posten zu übernehmen in unserem Radio, am Mikrofon, hinterm Mikrofon oder wo auch immer, Hauptsache es bringt uns weiter, ist natürlich hier herzlichst willkommen. Also, wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch einfach bei mir über Facebook, schreibt mir per PN, mein Name ist ja mittlerweile bekannt, Marco Schuch, oder sucht ganz einfach nach Radio Let's Dance in Facebook oder ihr schreibt uns eine E-Mail an radio-letsdance@ok.de. So, aber weiter geht's jetzt mit Alan Parsons Project und Don't Answer Me.